Herzlich willkommen im Duftrausch. Ich bin der Alex und wir befinden uns ja gerade in der Adventszeit. In 2 Wochen ist Weihnachten. Es beginnen die Feiertage, wo man mit der Familie, mit seinen geliebten Menschen zusammenkommt und auch, ja, vielleicht mal auf den Weihnachtsmarkt geht davor oder eben schön essen geht, schön zu Hause sitzt, Geschenke auspackt, zusammensitzt, ja, und einfach diese wohlige gemeinschaftliche Atmosphäre genießt. Ich finde, Weihnachten ist sowas, hat sowas, ja, Einzigartiges an sich. Egal, ob man gläubig ist oder nicht, aber es ist eine wundervolle Zeit. Eine Zeit, wo man auch ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen runterkommt. Und auch wenn man viele Probleme hat um sich rum, vergisst man die für einen kurzen Augenblick oder für ein paar Tage. Und die meisten Leute können an Weihnachten eigentlich am besten abschalten. Klar gehört auch Stress dazu mit den Geschenken und sowas. Aber ich finde es einfach so eine schöne Zeit, wo man mit den Liebsten zusammensitzt, wo man sich gut fühlt und wo man einfach, sag ich mal, den Moment genießt und vielleicht nicht unbedingt an morgen oder nächstes Jahr nachdenkt. Aber für Leute wie uns, wie du und mich, wir legen natürlich auch Wert drauf, gut zu riechen. Natürlich auch an Weihnachten und an den Feiertagen. Und deshalb möchte ich dir heute 10 Düfte vorstellen, die, finde ich, perfekt in die winterliche Zeit, in die kalte Jahreszeit passen und auch für Weihnachten oder an den Feiertagen, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, sehr, sehr gut tragbar sind. Und starten möchte ich mit dem Chanel Allure Homme Edition Blanche. Und du denkst dir jetzt vielleicht, oder die meisten würden jetzt sagen, hä, aber das ist doch ein Zitrusduft und das ist doch eher ein Sommerduft. Und ja, das gilt vielleicht für den normalen Chanel Allure Homme, aber nicht für den Edition Blanche. Denn wir haben hier pfeffrige Noten drin, wir haben Zitrusfrüchte hier drin, leichte Hölzer, Leder ist hier mit drin, Amber, Moschus. Und das alles zusammenverarbeitet in einen wundervollen, schön duftenden, natürlich auch zitrisch riechenden, aber durch diese Vanille, die hier drin ist, gibt es dem Ganzen einfach so eine gewisse Süße und so eine gewisse Wohlfühl, so einen gewissen Wohlfühlfaktor. Und das ist ein wundervoller Duft, ein wundervoller Allrounder-Duft, den du das ganze Jahr über eigentlich tragen kannst, egal welche Jahreszeit. Und deshalb, ich finde, gerade auch im Winter, wenn es kalt draußen ist, kann ein zitrischer Duft mit Bergamotte, mit Zitronen, mit Orangen, ja, so ein bisschen so ein wohltuendes Gefühl dir spenden und auch so ein bisschen, ja, dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das passiert mir auch immer, wenn ich den Chanel Allure Homme Sport Edition Blanche trage. Ein absoluter Killerduft für mich. Der zweite Duft für Weihnachten und die weihnachtliche Zeit ist von Zara und es ist der Sand Desert at Sunset. Der ist von Benoit Lapousin. Ich hoffe, den spricht man so aus. Und das ist der gleiche Parfümeur, der Angel Share von Kilian gemacht hat. Du hast hier Tonkabohne drin, Schokolade, Zimt und so leicht alkoholische Noten, obwohl die hier nicht angegeben sind. Aber er hat auch was Rauchiges mit Weihrauch und Orange hier drin, die sich super toll ergänzen. Er ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht so hochwertig produziert. Also hier fehlt so ein bisschen die Raffinesse, die du im Angel Share bekommst, mit einer Vielschichtigkeit und auch einer gewissen Tiefe. Diese Tiefe, die fehlt hier ein bisschen. Ich finde, er ist süß. Er geht auch auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung oder er kommt ihm schon sehr, sehr nahe. Und du bekommst den Duft irgendwo um die 25 Euro, die 100 Milliliter. Für den Preis auf jeden Fall nichts zu meckern, aber die Haltbarkeit ist hier auch nicht so. Also die Raffinesse fehlt etwas. Er ist nicht so deep, nicht so tief, nicht so, ja, dicht wie der Angel Share und ihm fehlt auch etwas an der Haltbarkeit. Die Haltbarkeit liegt hier so bei 4 bis 5 Stunden, dann ist es schon mehr als hautnah und du musst auf jeden Fall nachspülen. Für den Preis aber ein wundervoller Duft von Zara, der Sand Desert at Sunset. Dann ein Duft, der nicht so viel Liebe bekommt in der Community. Und zwar ist es die Rede von Moschino, der Toyboy. Ich finde aber ein wundervoller Duft, wenn du mal ein bisschen was anderes willst. Nicht dieses typisch Süße, nicht dieses Zimtige, sondern hier hast du auch Gewürze drin, aber du hast hier pfeffrige Noten drin, du hast schöne Magnolie hier drin, blumige Noten, Elemi, Harz, Birne, Gewürznelke ist hier drin.
Und ja, die Gewürznelke, die Birne, die riechst du auf jeden Fall raus. Du riechst hier blumige Noten raus und auch so ein bisschen was so wie so Ambroxan, so leicht Duschgel-aquatische Noten so im Hintergrund. Die sind hier alle drin. Und ich finde es ein wundervoller Winterduft. Es ist ein sehr, sehr stark projizierender Duft. Also hier musst du aufpassen mit den Sprühen. Und ich würde ihn jetzt nicht unbedingt in die Kirche tragen, aber zu einem gemütlichen Abends zusammensetzen, unterm Tannenbaum Geschenke auspacken, da ist der meiner Meinung nach toll geeignet. Moschino, Toyboy, probier den mal aus, wenn du ihn nicht kennst. Für Leute, die auch, oder für Männer, die auf blumige Düfte stehen oder auf für Frau oder auch Frauen, die auf ja etwas maskulinere Düfte stehen, ist es eine Empfehlung. Dann kommen wir zu By the Fireplace von Maison Margiela von der Replika-Reihe und das ist mitunter mit Jazz Club eigentlich so der beste der Replika-Reihe. Auch hier ist Gewürznelke drin, rosa Pfeffer. Du hast hier auch pfeffrige Noten. Du riechst sowas wie leicht verbranntes Holz, was wohl von dem Peru-Balsam kommt. Ja, so ein harziger Akkord ist hier drin und er riecht einfach wirklich, wie wenn du am Lagerfeuer sitzt mit so ein bisschen verkohltem Holz. Was Rauchiges, aber auch Süßes und diese Kastanienote macht dem Duft zu dem perfekten Winterduft. Gerade wenn du am Heiligabend zusammensitzt und ja, die Kerze bei Kerzenschein gemeinsam lachst, Spiele spielst oder sowas, dann ist das in meinen Augen der perfekte Duft. Der fünfte in der Reihe, muss ich glaube ich nicht allzu viel sagen, das ist der Paco Rabanne 1 Million Royal. Mein Liebster mit dem Privé zusammen, den es leider nicht mehr gibt in der Reihe, von der kompletten 1 Million Reihe. Du hast hier Kardamom mit drin, du hast hier was Grünes, Würziges, aber auch dezent Süßes. Er ist gar nicht so klebrig süß, sondern es ist schon eine erwachsene Süße, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Kardamom, das riechst du hier definitiv. Hat so was, ja, würzig, grünes, süßliches, leichte Hölzer im Hintergrund. Und es ist einfach ein wundervoller Duft. Gerade auch für Weihnachten, für die kalte Jahreszeit. Auch tolle Projektion, tolle Haltbarkeit. Da reichen schon 3-4 Sprühe und du riechst den ganzen Tag nach diesem Duft. Auch sowas leicht Rauchiges von dem Benzo ist hier mit drin. Du riechst auf jeden Fall Lavendel. Und das alles zusammengemischt gibt einen wundervollen Duft, einen wundervollen, gemütlichen Duft. Und hier musst du einfach nur aufpassen. Der ist sehr stark, projiziert sehr gut. 3-4 Spritzer und der hält dir den ganzen Tag. Auf jeden Fall eine Top-Qualität. Für um die 70 Euro kriegst du hier die 100 Milliliter für einen Designer. Absolut geniale Qualität, Preis-Leistung, wirklich top. Und für so einen Abend am Baum sitzen, an Heiligabend, finde ich es ein wundervoller Duft. Oder auch, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst und Glühwein trinkst, ist der auf jeden Fall sehr, sehr passend. Dann ein Duft, von dem ich jetzt nicht so ein großer Fan bin. Und zwar ist die Rede von Le Male Elixir. Der ist echt schön, echt gut. Er hat Ähnlichkeiten zum Paco Rabanne 1 Million, den ich gerade gezeigt habe. Allerdings hat er hier irgendwie sowas. Mir fehlt hier dieser Wow-Effekt. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die den mögen und der wird ja auch, ist totaler Hype-Duft. Ich kann es verstehen, aber einfach für meinen persönlichen Geschmack fehlt ein bisschen was. Aber für das, was er darstellt, mit der Minze, mit der Tonkabohne hier drin, was Rauchiges, so Benzoe-mäßiges ist hier mit drin. Und für meine Nase ist sowas Minz-Schokobonbons mit sowas Teigigem. Also so ein bisschen keksartig mit so einer After-Age-Schoko-Minz-Bonbon-Mischung. Das bekomme ich hier. Und die Noten zur Folge, auch ein bisschen Lavendel hier drin. Ein wundervoller Duft für die Weihnachtszeit. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Teste den mal, wenn du den noch nicht kennst, wenn du den noch nicht hast. Das ist ein perfekter Duft für Weihnachten. Und man kann auch sagen, Weihnachten in der Flasche. Le Male Elixir. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsdüfte. Beziehungsweise, ja, das ist mitunter einer meiner Lieblingsdüfte. Und zwar ist die Rede von Givenchy Gentleman, das EDP aus 2018. Du hast hier so was Schönes, Süßes, Pudriges mit drin. Schwarzer Pfeffer, Lavendel, irgendwie sowas Iris, Schwertlinie ist mit drin.
Vanille und auch Patchouli. Ein wundervoller Duft. Leicht pudrig, aber nicht zu stark pudrig. Dezent süß, aber nicht zu arg süß. Und ein wundervoller Winterduft mit einer klasse Performance. Gute Haltbarkeit, gute Projektion. Ein edler Duft, den du sowohl mit T-Shirt tragen kannst, aber auch mit dem Hemd. Wundervoll tragbar, wenn du schwarz angezogen bist, wenn du ein weißes Hemd trägst, wenn du ein Jackett hast, wenn du Jeanshose anhast, wenn du einen Anzug trägst. Egal, was du anhast, egal, wie du dich gerade fühlst, der wird dir auf jeden Fall gute Laune bescheren, beziehungsweise wenn du den aufträgst, weißt du einfach, dass du gut riechst und das werden auch andere bemerken. Givenchy Gentleman, das EDP. Dann kommen wir zu einem Duft, der auch so ein bisschen unter dem Radar fliegt für meine, ja, oder meiner Ansicht nach. Und zwar ist die Rede von Gucci Intense Oud. Und das ist so ein toller Duft, der gewisse Ähnlichkeiten hat mit Tom Ford's Oud Wood. Der hat hier auch Himbeere drin, Birne, Safran, Pilze sind hier mit drin. Oud ist ein bisschen drin. Es ist kein stinkiges Oud. Es ist ein schönes, angenehmes Oud. So ein Oud-Moschus-Amber-Gemisch mit diesem Safran in der Kopfnote, die mit der Himbeere so dieses fruchtig, würzige und in der Basisnote sowas leicht Süßliches, sowas Wohliges, sowas, ja, durch dieses Amber und das Oud so einen holzig, ja, wohligen Touch hat. Auf jeden Fall ein super edler Duft. Ich finde, der ist eher unpassend mit dem T-Shirt. Der ist, wenn du schick angezogen bist, wenn du ausgehst, wenn du schön essen gehst, auch kein so aufdringlicher Duft. Er hat eine gute Qualität, was die Haltbarkeit und die Performance angeht, und er riecht auch viel, viel hochwertiger. Du bekommst den Duft schon im Internet irgendwo um die 100 Euro, die 90 Milliliter. Wenn du den noch nicht kennst und mal ein bisschen in diesen Oud-Touch-Richtung gehen willst und was ausprobieren willst, ja, für Leute, die Oud probieren wollen, aber kein so stinkiges Oud wollen, Gucci Intense Oud. Preis-Leistung ein absoluter Kracher, meiner Meinung nach. Was die Duft-DNA angeht, auch einer meiner Lieblingsdüfte, Tom Ford's Noir Extreme. Du hast hier diese besondere Kulfi-Note drin. Das Kulfi ist so ein indisches Kaltdessert oder so Eis, wo so ein bisschen in diese nussige Pistazienrichtung geht, süße. Auch hier hast du Safran mit drin, Muskatnuss, Neroli, Bergamotte ist hier mit drin. Dieses Kulfi, Rose, leicht blumigen Touch hat es. Und in der Basis hast du Vanille, Sandelholz und Amber hier mit drin. Und es ist ein wundervoller Duft. Die perfekte Balance, finde ich, zwischen süß und würzig. Und ja, auch der perfekte Einstieg in die Nischenwelt. Und es ist zwar ein Designerduft, aber es ist eben so ein spezieller Duft und sowas Außergewöhnliches, sowas Uniques, das einfach nischig wirkt. Und daher eine absolute Empfehlung. Und ich finde auch durch diese Würze und das Süße und diese Hölzer und die Vanille noch mit drin, auch ein wundervoller Duft, gerade für Weihnachten. Tom Ford Noir Extreme, wundervoller Duft. Und dann kommen wir auch zu einem meiner aller Lieblingsdüfte, der meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung bekommt. Ja, und warum, das verstehe ich nicht, weil klar, durch den Hype, was Dior Homme Intense oder das Parfum auch erfahren haben, was auch wundervolle Düfte sind. Aber was auch ein toller Lederduft ist und in eine bisschen andere Richtung geht, ist Dior Fahrenheit das Parfum. Hieß früher Le Parfum, jetzt ist wohl nur noch Parfum. Aber das ist so ein schöner, wundervoller Lederduft, aber nicht mit so einem typischen Glattleder, sondern das ist hier so ein Velourleder. Denk an so schöne neue Schuhe und die haben so einen ganz eigenen Geruch. Und dieses schöne, hochwertige Leder, das bekommst du hier. Performance hier locker 10, 12 Stunden und eine wundervolle Projektion. Gute 2, 3 Meter, ohne dass es komplett raumfüllend ist oder störend ist. Du hast hier drin Mandarine, Zitrone, Pfeffer im Kopf, Amber, Vanille, verschiedene Hölzer sind hier drin und es ist so schön miteinander kombiniert und aufeinander abgestimmt. Was wirklich die perfekte Balance zwischen Vanille, Süße,
leichte, dezente Würze, das Leder und so eine frische Touch durch diese zitrischen Noten, die Zitrone und die Mandarine hier drin. Es ist wirklich, wenn du den noch nicht kennst, Dior Homme Parfum, gibt es seit 2014, bekommt viel zu wenig Liebe. Schenk du dem ein bisschen Liebe, probier den mal aus, teste den. Ich verspreche dir, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, 99% der Leute werden den feiern. Wundervoller Duft und perfekt für die Weihnachtszeit. Und das war's auch von meinen 10 Designerdüften, die perfekt in die weihnachtliche Zeit, in die Adventszeit passen, für den Heiligabend und für Zusammensitzen schöne, wundervolle, besinnliche Tage verbringen. Das war's auch von meiner Seite aus. Wenn das Video dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und schreib mir auch gerne mal rein. Kanntest du alle oder welchen fandest du am spannendsten? Wirst du einen davon austesten? Ja, schreib das gerne mal in die Kommentare rein. Gib mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.